Einen schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit herzlich willkommen zum Mittwochs-Webinar hier mit dem Blick in die Märkte am frühen Morgen. Punkt 8.30 Uhr starten wir hier in den Handel mit dem Nikkei Gold und US-Dollar Kandala heute auf der Watchlist für interessante Trading-Ideen, möglicherweise schon im Blog gelesen. Da habe ich es ja auch vor einiger Zeit hier für Sie veröffentlicht. Wer das Ganze nicht nur in Bild und Ton, sondern auch in Wort und Schrift lesen möchte, wie gehen wir voran? Selbstverständlich, wie immer, der Risikohinweis vorab, den bitte ich hier an dieser Stelle in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ludger, einen schönen guten Morgen. Elena, auch dir eine gute Zeit am heutigen Mittwoch. Und allen anderen, die hier live zuschauen, natürlich selbstredend auch einen schönen Start in den Tag. Alle, die es danach schauen, da gilt das Gleiche. Wer hier live zuschaut, hat natürlich immer auch den kleinen Vorteil, mal Fragen zu stellen. Heißt also hier bitte direkt in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook hineinposten, wer eine Frage hat zu dem einen oder anderen Chart. Bitte, das mache ich sehr, sehr gern. Gehen wir weiter in der ganz normalen Tagesvorbereitung. Heißt, jetzt kommt der Blick in die wichtigsten Tagesnachrichten. Sie sehen die Agenda heute wieder sehr stark geprägt, wenn man mal die Menge im Vergleich anschaut, nicht ganz so viel. Aber der Bericht am Nachmittag aus den USA, zuvor allerdings aus Großbritannien, bekommen wir den Verbraucherpreisindex hier um 10.30 Uhr geliefert. In diesem Zusammenhang gibt es da noch einige Informationen, die hier unten im gelben Bereich mitstehen. Das also hier aus Großbritannien am heutigen Vormittag. Am Nachmittag geht es dann weiter um 13.30 Uhr mit den Baugenehmigungen aus den USA. Wir bekommen den Verbraucherpreisindex auch aus den USA um 14.30 Uhr und dann wie jede Woche Mittwoch oder zumindest wenn alles normal läuft, am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr. Die Rohöllagerbestände, Öl haben wir uns ja gestern auch mit angeschaut. Also hier einiges Interessantes von der Nachrichtenseite zum Öl heute. Im Laufe der Tage oder des Tages gibt es dann aus den USA auch noch die Warenhandelsbilanz. Das Thema der Lohnstückkosten bekommen wir heute mal wieder genannt. Und es gibt mal wieder zwei Reden von FOMC-Mitgliedern, die doch durchaus für ein oder andere Bewegung sorgen können, nicht müssen. Aber man sollte es immer auf der Uhr haben, weil wenn da was Wichtiges gesagt wird, dann wird der Markt da definitiv auch drauf reagieren können. Ja, so ähnlich wie wir das gesehen haben, dass der Shutdown erst einmal vom Tisch ist. Da haben ja die Märkte auch sehr, sehr positiv reagiert. Das hat natürlich eine höhere Relevanz als so ein kleines FOMC Gespräch am Rande. Aber wer weiß, was da so kommen kann. Deswegen haben wir es hier einfach auch mit auf der Uhr. Arnold, good morning. Nice to see you here. Rolf auch dabei. Steffen, ich freue mich sehr, sehr schön. Dann schauen wir doch einfach mal in die Charts hinein. Wir starten mit dem Tageschart vom Nikkei. Jawohl, hier ist er. Der Nikkei ist auf der Uhr. Nikkei hat man ja vor ein paar Tagen schon mal mit diesem schönen ansteigenden Dreieck hier, was wir haben, innerhalb dieses gebildeten Aufwärtstrends. Das wollte der Markt erst einmal nicht haben. Das haben wir ja gesehen. Der Markt brach runter. Wir hatten ja damals auch gesagt, okay, wenn es hier zu einem Abprall kommt und zu einem Bruch nach unten, haben wir das Support-Level hier aus dem Trendverlauf der Stunde unten auch liegen. Die Marke von ungefähr 20.200 Punkte, die hat hier auch gehalten. Von dort aus ist der Markt schön hochgelaufen. Gestern extrem dynamisch und heute schaut es aus, als würde der Markt hier weitermachen wollen. Das heißt, für diejenigen, die das Ganze im kurzfristigen Bereich traden wollen, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo haben wir hier kurzfristige Anlaufpunkte auf der Oberseite, wenn man da mal etwas rüberschauen in den Chart hinein, auf die rechte Seite haben wir hier einen Peaks nach oben gehabt von der Tageskerze um die Marke von über den Daumen 21.200 Punkte und hier über den Daumen die 21.326. Das sieht man dann auch sehr, sehr schön im Stundentrendverlauf, was hier nach unten gelaufen ist, die Schwankungen hin und her, das sind dann Anlaufbereiche, die wir hier gut und gerne nehmen können. Im mittelfristigen Blick, das heißt nicht nur im Intraday-Bereich, sondern mittelfristig haben wir dann natürlich jetzt auch wirklich die Chance, dass sich die ganze Sache nach oben hin fortsetzt, weil wir wissen ja auch, dass diese Marke hier drüben, wenn wir uns das Ganze aus charttechnischer Sicht mal anschauen, dieser Bereich hier drüben, der war ja mal ein Bereich, der hier für Support gegolten hat, beziehungsweise hat dann sozusagen diesen Druck nach unten, sage ich mal, ist diesem Druck gewichen, hat den Schub nach unten zugelassen und jetzt bewegen wir uns gerade auch wieder hier drinnen und wenn sich der Markt darüber stabilisiert, das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen hier für diesen Tagestrend, den wir jetzt definitiv auch aufwärts laufend haben und wenn sich dieser fortsetzt, die nächste Marke, das nächste Widerstandslevel hätten wir dann hier aus diesem Trendschub
oben um die Marke von knapp 22.000 oder 21.919 Punkten, um genau zu sein. Das ist hier der Widerstand. Da kann es dann mittelfristig reinlaufen. Also auch sehr, sehr interessant für Swing-Trader, die das Ganze im nebenberuflichen Bereich machen und nicht im 5-Minuten-Chart traden wollen. Das ist interessant zu sehen. Mit Blick nach unten selbsttretend kann es natürlich auch immer wieder einen Rücksetzer geben, wenn der hier einsetzt. Ganz klar, erst einmal auch wieder für den kurzfristigen Bereich hier das Ausbruchslevel um knapp 21.000 Punkte. Wenn man dann drunter schaut, gut, dann ist das Tagestief, da gibt es nicht so viel über den Stundenchart zu sehen. Da haben wir das Tagestief von gestern bei 20.000, knapp 411 Punkte und dann natürlich wieder hier dieses Support um die 20.200. Klar, wenn der Markt jetzt runter korrigiert, wenn wir hier drunter fallen, dann ist der Trend gebrochen. Das wollen wir nicht sehen. Deswegen das Ganze hier nur am Rande erwähnt. Ich bin für diesen Chart sehr, sehr, sehr bullisch eingestimmt. Heißt also, wenn es hier weiter nach oben geht, wissen wir, wo die Marken im oberen Bereich zu suchen sind. Schauen wir in den Goldbereich hinein, das heißt hier in die Edelmetalle. Gold hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal besprochen, da allerdings aus einer etwas anderen Konstellation heraus. Das kann ich an dieser Stelle gleich noch einmal einzeichnen. Das heißt, ich mache es mal hier ganz kurz groß. Wir hatten damals, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, hier dieses Szenario liegen, dass wir hier eine Art Abwärtstrendkanal bekommen, in dem der Markt hin und her schwingt, was man in der Stunde auch sehr schön sehen konnte, wie das hin und her schwingen ging. Jetzt allerdings hat sich das Bild hier ein kleines bisschen geändert. Wir hatten zwar den Ausbruchsversuch aus diesem Kanal, aber so richtig nach oben will das ganze Spiel sich noch nicht absetzen. Gut, beim Gold dauert es halt manchmal eine Weile, ne? Ähnlich wie wir das hier unten gesehen hatten. Wir hatten ja hier an dieser Stelle auch so ein Dreieck, was sich hier gebildet hatte. Da wollte der Markt auch erstmal nicht hoch. Da ist er nochmal runter, so wie wir es beim Nikkei gesehen haben, und dann nach oben gedreht. Das ist das Ganze, was in der Historie geschehen ist. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle selbstredend den Trendkanal nach oben mal kurz verlassen, dann wieder reingekehrt, aber so richtig runter will der Markt nicht. Das heißt, was wir hier in diesem Beispiel jetzt sehen, ist die Tatsache, dass wir einen Seitwärtslauf hier haben. Das heißt, hier läuft der Markt zwischen der Oberseite ungefähr 1315 und auf der Unterseite ungefähr 1302 US-Dollar für die Fein und so Gold. Da schwingt der Markt so hin und her. Ganz kurzfristig orientierte Anleger könnten, oder Investoren oder Trader, wie auch immer man sie selbst hier als Akteur an den Märkten bezeichnet, könnten hier auf die Idee kommen, zwischen den Extremen zu traden. Das sage ich auch immer, nicht von der Mitte nach oben oder nach unten, sondern am besten von oben Richtung Mitte oder von unten Richtung Mitte. Das ist da interessant zu sein, weil wir sehen halt auch, dass hier der Schwung Bereich ist und das ist halt möglich innerhalb der Range, aber wenn es zu einem Bruch kommt, dann wäre es sehr schön, wenn der Oberseite kommt, weil das würde dann entsprechend die Bewegung initiieren. Untergeordnet, wir sehen es auch hier, dieses Tief ist höher als dieses Tief. Wenn es hier oben drüber geht, haben wir untergeordnet in der Stunde auch sehr, sehr schön zu sehen, einen aufwärts trendierenden Markt in der Stunde dann sehr schön zu sehen, läuft dann also in Richtung dieses grünen Trends, das wäre das bullische Zeichen nach oben hin, dann hier das nächste oder als nächster Anlaufpunkt möglicherweise hier diese Marke um 1318 US-Dollar, gefolgt von 1323, und dann haben wir hier schon das Peak, das Top vom aktuellen Trend, das Hoch, das Zwischenhoch sozusagen bei 1326 Euro, nein US-Dollar. Für die Feinunze, das hier kurzfristig zur Oberseite. Mit Blick nach unten muss man natürlich auch immer im Rahmen haben, der Markt könnte ohne weiteres auch nach unten korrigieren, ohne diesen Trend kaputt zu machen, hier bis in den Bereich von 1276 US-Dollar. Das ist ungefähr hier dieses Tief, was wir hier haben. Hier gibt es noch die Unterstützung im Ausbruchslevel bei 1298 Punkte, also hier auch im Rahmen der Möglichkeiten, dass wir, wenn wir drunter fallen, hier schon den nächsten Abpraller bekommen. Da müssen wir abwarten. Das heißt, wir haben mit Blick nach oben einiges an Potenzial und wir haben mit Blick nach unten einiges an Potenzial, sodass wir mit dem Goldpreis doch das ein oder andere Trade-Szenario wagen können, wenn es der Markt denn spielt. Und ich wollte ja, bin auf die Stunde eingegangen, jetzt wollte ich die Stunde auch nochmal ganz kurz zeigen hier mit diesem Drehbereich halt in der Mitte. Hier sehen wir, da oben war das Top und hier, das war der Mitteldrehbereich, wo der Markt immer mal reingelaufen ist, hier geschwankt hat, drüber, wieder runter, dann hier, also irgendwo ist der Mittelbereich da und hier haben wir halt die beiden Oberseiten und da sieht man halt, so richtig Druck kommt hier noch nicht auf und das ist halt das Interessante, was man zum Traden innerhalb der Range auch nutzen kann, dass man sich einfach den Wert raussucht, der hier am fairsten gehandelt wird und dann von den entsprechenden Extremen in diesen Bereich reintritt. Wie schon gesagt, das hier als Idee für das kurzfristige Trading an sich
Im Tag hatten wir ja über die wichtigsten Marken auch gesprochen. Und damit gehen wir jetzt noch zum Währungsmarkt. Da heute mal wieder auf der Agenda das Währungspaar US-Dollar, Kan-Dollar. Das schauen wir uns hier auch im Tagesbereich an. Warum im Tagesbereich? Ganz einfach. Wir haben hier im Tagesbereich momentan die Situation, dass wir ein paar Tage lang hier oben seitwärts gelaufen sind. Wir haben hier, habe ich es eingezeichnet, das ist der große übergeordnete Schub nach unten. Hier haben wir den Bewegungsschub gesehen, den Bewegungstrend. Der ist jetzt mal gebrochen worden hier durch diesen starken Gegenschub vom Tief unten bei 1,30685 lief es nach oben. Hier war dieser Bereich, wo dieser kleine untergeordnete Trend sein Korrekturtief hatte. Da sind wir ja drüber gelaufen und dann haben wir gesehen, auch hier gab es um diesen Bereich so eine Schwungzone, wo der Markt sich nicht richtig von lösen konnte. Gestern ist er erstmal in Richtung Unterseite gelaufen an diesem Punkt und jetzt ist das passiert, was interessant ist. Warum ist das interessant? Wir sind unten drunter gelaufen. Das heißt, wir haben diesen Stab hier, diesen Umkehrstab, wollte ich gerade sagen, ja, mehr oder weniger ist es ja eine Umkehr, die hat ja in der Stunde auch stattgefunden, nach unten geschoben. Wir sind unter das Tief hier von dieser Kerze drunter gelaufen, das haben wir schon mal angepiekt. Und jetzt ist halt so, wenn die Stunde weiter runter dreht, das heißt, wenn sich der Stundentrend weiter schön nach unten schwingt, dann ist das schon ein gutes Zeichen dafür, dass wir sagen können, jetzt kommt der Bruch, der wird dann bestätigt und dann haben wir das Potenzial offen, hier in Richtung dieses großen übergeordneten Trends zu laufen. Anlaufpunkt zur Unterseite wäre dann hier mittelfristig das Tief aktuell bei 1,30685. Mit Blick nach oben sollte es hier ein höheres Tief geben. Das kann ja auch passieren, dass wir hier namentlich, ich zeichne das mal ganz kurz, das wollte ich jetzt nicht, mit einer anderen Farbe ein. Da könnte es unter Umständen passieren, dass wir jetzt dadurch, dass dieser untergeordnete Trend, also dieser Bewegungstrend hier rausgenommen wurde, könnte es jetzt selbstredend natürlich auch sein, dass wir nicht nur nach unten laufen und diesen Bewegungstrend fortsetzen, bis wir hier unten reinlaufen. Nein, es könnte unter Umständen auch sein, Fernando, guten Morgen, dass wir hier möglicherweise noch etwas Abwärtsschwung sehen und dann von welcher Marke auch immer, von welchem Punkt aus gesehen auch immer, bietet sich natürlich hier in dieser Situation jetzt auch das Szenario, dass der Markt wieder hochläuft. Das mittelfristig muss man im Auge behalten, je nachdem wie der eigene Zeithorizont ist und wie die Entscheidung getroffen ist, beziehungsweise zum Traden wird. Das ist ein Szenario, das kann sich hier unter Umständen auch entwickeln. Das ist allerdings noch etwas zu früh, hier genau Entwarnung zu geben. Aber dadurch, dass wir hier drüber gelaufen sind, ist das erste Mal ein Indiz dafür, dass die Möglichkeit besteht. Wie ich schon gesagt, wichtig an dieser Stelle ist, dass wir natürlich ein höheres Tief bekommen. Und dann kann man schauen, wenn der Markt rumdreht und nach oben läuft, das Ganze wieder anzunehmen. Aber das werden wir mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit selbstredend hier in unseren morgendlichen Marktbesprechungen natürlich auch mit da haben. Man kann es nur aus jetziger Sicht schon in der Planung entsprechend auch mit hineinnehmen. Das hier zum US-Dollar, Kan-Dollar sozusagen, hier auch nochmal die Stunde gezeigt, wo die Bestätigung hier auch kommt. Das ist halt das, worauf wir jetzt an dieser Stelle oder worauf ich dann als Händler immer schaue. Jetzt haben wir hier, wir sehen es selbst hier, dieses Getingel um diese Marke, die ich genannt hatte, am alten Hoch, vom kleinen Trend. Jetzt hat sich hier untergeordnet sozusagen der Trend gebildet. Das heißt hier der erste Schub nach unten, dann die korrektive Phase. Und jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir den Trend entsprechend da. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie es weiterläuft. Heißt an dieser Stelle, das, was wir jetzt sehen, ist aus Sicht von diesem Trend, den ich hier eingezeichnet habe, die korrektive Phase. Möglicherweise testen wir den Ausbruchsbereich nochmal, wie auch immer. Aber dann, wenn wir eine Umkehr sehen, die dann nach unten läuft, das wäre dann schon interessant zu sagen, jetzt kann man reingehen und das Ganze Stück für Stück nach unten mit begleiten. Und wie schon gesagt, hier auch wieder mit Blick in den Trendverlauf. Wichtige Anlaufpunkte in der Stunde haben wir auch da. Da möchte ich gerne mal noch ein paar Preisschilder dran kleben. Heißt also hier, eine Marke wäre hier dieses gut sichtbare Korrekturlevel. Dann haben wir noch, wenn man sich die Korrekturtiefs auch nochmal anschaut, das nächste Korrekturtief, dieser Bereich, den hätten wir jetzt hier was sehr Markantes. Hier gibt es zwischendrin noch etwas. Also Sie sehen, es gibt nach unten hin doch einige Anlaufpunkte, wo man mit gutem Potenzial seine Trades auch positionieren kann. Also, das für heute die Handelsideen. Jetzt schaue ich noch mal kurz in die Chats hinein, ob wir Fragen haben. Nein, habe ich gerade nicht. Also von dieser Stelle einen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank wieder für die Zeit im heutigen Morgen-Webinar. Allen einen schönen Handelstag und wir sehen und hören uns morgen wieder. Allen also good trades for the current day. Bye, bye. Tschüss, bis morgen.